Hallöchen Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Ahead in Time. Wir wollen uns heute die dritte Welt angucken, die wir bereits im letzten Part hier im Schlafzimmer geöffnet haben. Und die wollen wir uns tatsächlich gar nicht mal so lange ansehen, da es dann früher oder später zu Backtracking kommen wird. Und deswegen lasst uns direkt starten mit Welt 3, den Subcon Forest oder zu Deutsch den Subcon Wald, bei welcher wir Act 1 vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen haben. Also man dürfte es bereits am Bild erkennen, es wartet eine gruselige Welt auf uns. In einen gespenstischen Wald. Na dann. Wir sind hier im Subcon-Wald. Und bevor ich jetzt hier den Weg folge, weil ich glaube, das ist genau das, was das Spiel möchte. Das Spiel möchte wahrscheinlich, dass ich jetzt einer von diesen zwei Kreaturen hier nachrenne, möchte ich tatsächlich erstmal einen Schritt zurückwagen in diesen unheimlichen Baum, wo anscheinend jemand wohnt, wie es aussieht. Und versuchen tatsächlich, auf diesen hinaufzuklettern. Denn, meine Damen und Herren, ob man es glaubt oder nicht, das funktioniert. Ich frage mich nur gerade, ob das jetzt schon funktioniert. Guck mal. Aber ihr seht's. Man kann hier hochklettern. Ich frage mich nur, von wo muss ich starten? Da führt eine Ranke hoch. Ich glaube, wir nehmen einfach mal diese Ranke hier. Ich glaube, von hier dürfen wir hochkommen. Aber das ist gar nicht mal so einfach, hier hochzukommen. Außerdem, das ist weitestgehend wirklich die größte Welt. Also, ich glaube, eine größere Welt als diese Welt hier werden wir nicht finden. Das ist jetzt wieder so eine Welt wie Mafia Town. Diese Welt. Also wirklich Open World. Wir können hier überall rumrennen und kriegen halt immer so kleine Missionen vorgeworfen, die wir zu erfüllen haben. Aber dieser Wald ist riesig. Und deswegen denke ich auch, dass wir in dieser Welt tatsächlich am längsten sitzen werden. Warum versuche ich hier gerade alle diese Edelsteine einzusammeln? Ich möchte nur ganz nach oben kommen und wie bereits gesagt, ist das gar nicht mal so leicht. Deswegen, warum mache ich es mir unnötig schwieriger? Na dann. Nicht mehr weit, Kleine. Ja, ja, das kannst du mir jetzt noch sagen, ne? Nicht mehr weit, ja klar. Mal gucken, ob ich es hinbekomme, ohne runterzufallen. Im ersten Playthrough habe ich mich ja wirklich schon traurig angestellt. Jetzt wäre es bestimmt ziemlich schmerzhaft, wenn du jetzt hier herunterfällst. Naja, wir sind schon weit hochgekommen. Aber das schwierigste Stück wartet natürlich noch auf uns. Ich möchte definitiv euch heute noch eine neue Gestalt präsentieren, die wir hier in diesem Wald eben antreffen. Und zwar diesen Geist, den wir ja in dem Bild gerade eben schon gesehen haben. Den möchte ich euch definitiv präsentieren. Das ist auch eine mega coole Gestalt. Ein mega cooler Charakter. Und ein sehr einzigartiger Charakter, der in dieser Welt doch äußerst wichtig wird. Bleibt da drauf. Ach du Kacke, das hätte fast schief gehen können. So, und jetzt ein blöder Sprung und wir sind wieder ganz unten. Weil jetzt Wandrennen, das wollen wir jetzt definitiv nicht. So, sieht gut aus. Hier drauf. Vorsichtig, okay. Das sieht gut aus. Sieht tatsächlich sehr gut aus, aber wir sind so hoch oben. Ich sehe schon gar nicht mehr den Boden. Also definitiv nichts für Leute, die Höhenangst haben. Definitiv nicht. Da suche ich mir direkt die schwierigste Challenge in dieser Welt direkt am Anfang aus. Ich habe doch auch einen Hals offen, würde ich mal behaupten. Aber wir sind, wie gesagt, nicht lange in dieser Welt und deswegen möchte ich tatsächlich euch so viel wie möglich von dieser Welt zeigen, damit ihr später, wenn wir dann weiter in dieser Welt spielen, auch wieder einschaltet. So, damit hätten wir es ganz nach oben geschafft. Das gibt aber leider nur ein Geschenk. Auch wenn viele von euch wahrscheinlich jetzt gedacht haben, Alter, das war so schwierig hier hochzukommen. Eigentlich muss es hier ja eigentlich eine Trophäe geben, beziehungsweise, was heißt eine Trophäe? Ne, ein Stern, Schrägstrich, eine Sanduhr, ein Timepiece. Aber nein, das gab's nicht. Und es gibt sogar Fallschaden. Das wusste ich tatsächlich nicht zu diesem Spiel. Außerdem wusste ich nicht, dass man zwei Sonnenbrillen in dem ersten Akt von Welt 2 tragen kann. Das habt ihr mir ja in die Kommentare geschrieben. Mega cool, wusste ich tatsächlich nicht. Aber man hätte es ahnen können, wenn man sich mal das Vorschaubild von Welt 2 Act 1 angesehen hat. So, dann würde ich mir gerne ein paar weitere Anstecker kaufen. Und zwar haben wir schon die zwei wichtigsten hier. Einmal diese Nadel, für die ich gerne ein bisschen Geld ausgeben möchte. Damit wir einen weiteren Anstecker tragen können.
und ich weiß nicht, ob ich es kann. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, wenn wir zurückkehren nach Mafia Town, mit dem Rolleranstecker mir die letzte Sanduhr zu holen. Normalerweise braucht man dazu nämlich einen neuen Hut, wie bereits gesagt. Aber es funktioniert tatsächlich auch mit dem Roller-Upgrade. Und deswegen, ich werde mal gucken, ob ich euch das zeigen kann, wie es mit dem Roller-Upgrade funktioniert. So, dann hätten wir schon wieder zwei relativ wichtige Batches. Oder beziehungsweise zwei relativ wichtige Sachen, könnte man sagen. Aber ein wichtiges Batch bekommen wir noch in dieser Welt. Und bevor ich dieses Batch nicht habe, werde ich auch nicht weitergehen. So, jetzt möchte ich noch einmal hier kurz eine Rundtour machen. Aber ich glaube, wir kommen tatsächlich gerade auch nirgendwo anders hin, weil eben hier diese gefährlichen Geisterflammen sind, die uns zurzeit leider den Weg weiter in den Wald hinein blockieren und wir können nur den Hauptweg folgen. Was sagt denn der Kollege hier? Du bist auch schon hier? Was für eine Schande. Okay. Was soll das denn heißen? Naja, hier rennt einer vor uns weg. Was bist du denn? Hi. Oh, hallo. Hast du dich verlaufen? Ich bin hier, seitdem ich denken kann. Auch so eine richtig creepy Gestalt. Vor allem die Maske. Ah, cool. Ich mag allgemein hier die ganzen Charaktere. Sind alle mega sympathisch. Und eine weitere Kreatur werden wir gleich entdecken. Und zwar hier vorne. Da sind wir direkt in seine Falle gerannt. Von dieser gespenstischen kleinen Kreatur. Das war alles ein fieser Trick. Lass mich raus hier. Alter. Kommt da irgendwas Großes auf mich zu? Es vibriert. Mein Controller vibriert auch. Irgendwas kommt da. Ich will nicht wissen, was da kommt. Hi. Was bin ich da reingeraten wieder? Oh, ein Vertrag mit dem Teufel. Und was bleibt mir anderes übrig? Ich weiß ja nicht mal, wo ich gerade bin. Mir bleibt nichts anderes übrig, als den Vertrag zu unterzeichnen. Aber nicht ohne mir die Details davor angeguckt zu haben. Vertrag. Säubere den Subcon-Brunnen. Finde das Subcon-Dorf, töte die Geister, säubere den Subcon-Brunnen. Die folgenden Gebiete des Waldes werden verfügbar sein. Act 1 und Act 2. Ihr werdet weitere Geiseln nehmen. Your Soul. Aber behalte alles, was du auf dem Weg findest. Also er wird weitere Geiseln nehmen. Your Soul. Aber behalte, was du auf den Weg findest. Ja, das ist wirklich wie ein Vertrag mit dem Teufel. Aber tatsächlich ist das so geplant vom Spiel. Ich denke, man hat es ja auch gesehen. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als diesen Vertrag hier anzunehmen. Denn durch diesen Vertrag schalten wir weitere Kapitel in dieser Welt frei. Und das ist ein mega cooles Prinzip. Wie gesagt, es gibt in jeder Welt komplett neue Prinzipien, wie man eben weitere Kapitel freischaltet. Im ersten hat man eben die rechte und die linke, im ersten hat man eben, ne, ganz normale Welt. Im zweiten hat man dann eben die rechte und die linke Seite, für die man sich entscheiden kann, DJ Grooves oder den Schaffner. Und hier müssen wir Verträge mit dem Teufel eingehen, um weitere Acts freizuschalten und den Wald zu erkunden. Und das ist eine mega coole Idee, ich unterschreibe, auch wenn unfreiwillig. Aber das ist natürlich genau das, was er wollte. Da schnappt er sich meine Seele. Fühlst dich außerordentlich leer von innen an. Natürlich.
Na, dann sollten wir wohl besser machen, was er sagt. Sekunde, ich guck mal. Ach, hier unten ist der Vertrag. Alles klar, hier können wir uns also so gesehen jedes Mal die Aufgaben hier in dieser Welt nochmal ansehen, sollte es uns interessieren. Eine Aufgabe lautet ja, dass wir die Geister besiegen, beziehungsweise das Dorf reinigen. War das nicht so? Finde das Subcon-Dorf, töte die Geister, säubere den Subcon-Brunnen. Genau, dann werde ich das doch einfach mal machen, indem ich hier den Weg einfach weiter folge. Auch hier gibt es wieder eine neue Mütze, könnte man sagen, die wir uns craften können in dieser Welt. Ich frage mich nur gerade, wie gesagt, das ist eine riesige Welt. Ich habe Angst, dass ich hier den Überblick verliere und wir dann irgendwann nicht mehr weiter wissen. Deswegen versuche ich da tatsächlich gerade ein bisschen mit Strategie ranzugehen. Ich weiß so viel, dass wir hier Kirschen haben. Diese Kirschen können explodieren, wenn wir die in die Nähe von den Geistern bringen. Denn die schlüpfen dann da rein, nehmen sich irgendwie, keine Ahnung, die Gestalt der Kirsche an und dann werden die zu Bomben, diese Kirschen. Und wie man gerade gesehen hat, dieses Auge hat diesen Käfig bewacht. Und sobald wir diese zwei Striche, die von dem Käfig weggehen, besiegen, was eben jetzt die zwei Kirschen waren, dann schalten wir, oder dann kriegen wir das, was dieses Auge bewacht. Einwohnermaske Garn. Damit ist, glaube ich, auch schon die neue Maske gemeint. Ich guck mal. Aber ja, dann lasst uns die auch gleich mal herstellen. Yay! Die Einwohnermaske, das ist eine gruselige Maske. Drücke Left Trigger, um die Welt durch die Augen eines Einwohners zu sehen. Alles klar, so sieht die aus, wenn wir die aufhaben. Und damit können wir nun die grünen Blöcke, die wir in Mafia Town bereits gesehen haben, aber die werden wir definitiv noch öfter sehen, sichtbar machen. Indem ich jetzt eben hier den Trigger halte, wird alles, was unsichtbar ist, sichtbar. Bleibt für kurze Zeit aktiviert, also wir können auch nicht Ewigkeiten dann auf diesen unsichtbaren Plattformen stehen. Aber ist gut zu wissen. So, was auch noch gut zu wissen ist, ist, dass wir mit unserem Hexenhut hier die Grabsteine Echt? Ich dachte, das konnten wir. Treffe ich gerade nicht? Ich war mir relativ sicher, das geht. Vielleicht geht es nicht bei die... Genau, ich glaube, es geht nur bei den Holzdingern, oder? Ich müsste halt auch treffen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Komm schon. Das jetzt funktioniert? Ich habe doch irgendwas kaputt gemacht gerade. Ich bin gerade zu blöd zu treffen, ne? Jetzt habe ich rumgebackt. Vergessen wir es einfach. Geht doch nicht. Ah, hier, mit denen geht's. Die glitzern ja auch. Okay, verstanden. Da befindet sich, glaube ich, auch einmal... Ah, und mit denen, die hier schon so halb kaputt sind. Die können wir auch zerstören. Soweit ich weiß, befindet sich da tatsächlich auch mal ein Garnstück drunter, das ich natürlich haben möchte. Deswegen versuchen wir das auch zu bekommen. Aber ich würde auch natürlich, wie gesagt, gerne das erste Kapitel hier heute noch beenden in dieser Welt, damit wir hier nicht Ewigkeiten sitzen. Aber wie gesagt, der Wald ist groß. Der Wald ist groß und wir sind schon 15 Minuten hier drin und haben noch nichts erreicht. Ja. So. Man sieht's. Es gibt natürlich auch eine Grenze für die Welt. Ah, und damit haben wir das Dorf erreicht. Ich stehe zwar extrem weit weg, aber hey, wir haben das Dorf erreicht. Da treiben sich diese Feuerfüchse rum. Die tanzen dort um das Feuer. Und wir müssen diese Geister töten, um den Vertrag zu erfüllen. So läuft das ab. Damit ihr euch alle auskennt. Ist ein wunderbares Beispiel. Man kommt auch relativ leicht rein, weil man halt am Anfang nur diesen einen Weg hat, den man gehen kann. Wird natürlich mit der Zeit schwieriger, wenn wir hier in dieser Welt voranschreiten. Was haben wir denn hier? Ein Totenkopf. Hat es mit dem irgendwas auf sich? Kann ich den unsichtbar machen? Nein. Ist da irgendwie ein Garnstück oder so? Glaub auch nicht. Komme ich da hoch zu den Spinnen? Leider nein. Okay, dann ist das wahrscheinlich einfach nur Deko. Dann lasse ich den Totenkopf halt einfach mal Deko sein. Mach hier noch die zwei Grabsteine kaputt. Ein bisschen Grabschändung betreiben. Und dann machen wir uns gleich auf den Weg. Hier ist eine Spinne. Aber mit der kann ich nicht viel machen, ne? Die hilft mir nicht wirklich. Nee. Okay, dann machen wir uns auch direkt auf in den Wald. Oder auch nicht. Ja, in den Wald schon, aber ins Dorf nicht. Das wollte ich sagen. Wo ist denn das? Dorf ist da hinten. Ich muss halt hier lang gehen. Weil ich das Gefühl sonst habe, hier irgendetwas zu übersehen.
Hier geht's zum Beispiel nicht weiter. Du musst die Feuergeister finden, um diesen Wald, um diesen Wand zu brechen. Genau. Wir müssen nämlich... Als ob du dich... Hallo! You didn't forget about me, did ya? Don't tell me you forgot about me. Nee, hab ich auch nicht. What's up? You working on any contractual obligations lately? You better be. Check it out! Those incredibly annoying fire spirits are sitting right there in the middle of my village. Their little dance is creating these incredibly annoying barriers that stop me from getting the parts of my forest. It's almost like they're trying to put an end to me. Dispose of them! I don't care how you do it, as long as they suffer for entering my domain. Anyways, back to work, trooper. This isn't a vacation, and I'm getting impatient. Dafür hättest du dich jetzt nicht melden müssen. Ich habe bereits verstanden, dass ich die loswerden muss. Ist auch gar nicht mal so leicht rauszufinden, wie man die tatsächlich losbekommt beim ersten Mal. Aber wie gesagt, ich möchte mir hier erstmal den Wald ganz in Ruhe angucken und die Hauptquest erledigen wir dann ganz zum Schluss. Hier haben wir Eis. Okay, dann haben wir hier Eis. Ach, das Eis blockiert sogar den Fluss. Hier geht normalerweise ein Fluss durch, aber der ist ja jetzt nicht hier. Eben genau aus diesem Grund. Gib keinen Körper an diese verärgerten Geister, Kleine. Okay, der erklärt mir das nochmal, wie das mit der Kirsche funktioniert. Das brauchen wir auch gleich, sogar ums Eck. Na, wo ist denn hier einer von den Geistern? Du, Roter? Ja, der Rote hier. Dann einfach hier gegenwerfen gegen dieses Eis. Und voilà, so kommen wir an diesen Schatz ran. Es ist schwer, mit diesen Einwohnern zu reden. Okay. Was haben wir hier? Eine Toilette? Eine kleine Waldtoilette. Sieht so ein bisschen danach aus. Okay, dann gucke ich mich lieber mal hier oben um. Ja, ich glaube, euch sind schon ein bisschen die Bilder hier aufgefallen. Die spielen natürlich eine wichtige Rolle. Die kümmern wir uns, wie gesagt, gleich. Erstmal hier die ganzen Nebenaufgaben erfüllen, wie zum Beispiel diese Truhe looten mit einem weiteren Garnball. Nehme ich gerne an mich. Und dann gucken wir nochmal hier über die Blätter des Waldes. Aber ich glaube, da kommen wir, ja, so wie es aussieht, müssen wir hier sogar lang. Oder? Da komme ich jetzt ja gar nicht weiter ohne eine bestimmte Fähigkeit. Außer natürlich, ich mache hier so einen krassen Skill-Jump. Ja, ist gut zu wissen, dass man auch so hier lang kann. Dann spare ich mir damit ein bisschen Arbeit für später. Alles klar. Ein paar gezielte Sprünge. Das klappt ja. Und da geht es nicht mehr weiter. Na prima, das hat sich ja gelohnt, weil hier ist eben jetzt diese Feuerbarriere, an der wir leider nicht vorbeikommen. So, euch kann ich ja eh nicht zerstören, ne? Ja, alles klar. Dann lasst uns mal diese Bilder machen. Das ist ja derzeit unsere Quest. Hier ist eines eingefroren. Das holen wir mal ganz kurz raus, denn diese Bilder sind so gesehen, weiß ich nicht, deswegen leben diese Geister, wegen diesen Bildern. Und wenn diese Bilder nicht mehr sind, dann sterben mit ihnen auch die Geister. Und deswegen werfen wir diese Bilder einfach ins Feuer. Was, wo? Die wollen das sogar, dass ich die da reinwerf? Okay, das wusste ich nicht. Warum wollen die das? Gibt's da irgendwie eine Erklärung? Keine Ahnung. Hier haben wir ja noch eins. Das haben wir ja bereits gesehen. Das werfe ich dann auch mal ins Feuer. Brenne, kleines Bild, brenne. So, dann noch das hier. Und ihr werdet es gleich sehen. Es gibt hier noch ein viertes Bild. Wir müssen ja vier reinwerfen. Sieht man das sogar irgendwo? Ja, da unten, 3 von 4. Und das vierte Bild ist noch nicht ganz fertig, denn dieses Bild versucht hier gerade den Mafia einzusaugen. Man kann ihn auch schubsen, also ins Bild reinschubsen, dann wird der da eingesogen und jetzt haben wir hier so ein Mafia-Bild. Relativ witzig. Erinnert natürlich ein bisschen an Luigi's Mansion. Da wurde ja auch Mario in ein Bild eingesperrt. Nur, dass Mario dann letzten Endes nicht von Head Girl-Luigi verbrannt wurde. Und damit wäre diese Quest abgeschlossen und die erste Barriere hier im Wald weggeschaffen. Yay! Sehr schön! Well done. Please tell
strangle them. Good girl. Don't think I'm done with you. There's more of these pets around my forest, and I need you to take care of every... Next on your to-do list, clean up the subcom. That's right, you're a plumber now. Congratulations on your promotion. I also have some... Ah, okay. Dann bietet er uns also schon weitere Verträge an. Denn das ist natürlich nicht alles, was wir hier machen müssen. Einfach nur diese Geister zerstören in dieser Welt. Klar, er hat gerade angedeutet, dass es hier noch mehrere gibt. Aber das war die einzige Hauptquest, die eben das beinhaltet, dass wir die Geister wegbekommen. Es gibt natürlich noch spannendere Aufgaben. Wie zum Beispiel eine einsame Villa im Eis. Oder... Pakete ausliefern. Ich glaube, wir machen es nach der Reihe. Und ich kümmere mich jetzt erstmal hier um die eisige Villa. / Akt 4. Aber wir werden sowieso zu dieser Villa noch gar nicht hinkommen. Weil wir ja erstmal den Brunnen säubern müssen. Und das werden wir dann im nächsten Part machen. Yay. Also den Brunnen müssen wir nicht erfüllen. Noch nicht. Wie gesagt, das verschieben wir auf Part 2. Aber wir sind ja hier noch nicht mal fertig. Und das würde ich dann doch gerne machen. Das Timepiece muss warten. Jetzt erstmal muss ich nach da oben. Denn da oben ist auch noch was eingefroren, das ich gerne befreien möchte. Ist auch gar nicht mal so einfach, da hochzukommen. Ja, man sieht's. Man hat es gerade elegant gesehen, wie ich mich da angestellt habe. Super. Zum Glück respawnt der Geist und auch die Beere, damit wir es erneut versuchen können. Das muss man nämlich hier über diese Pilztrampoline machen. Und es hat geklappt. Oh, das war voll verfehlt, aber hey. Wenn es letzten Endes klappt, passt ja alles. Und da drüben sehe ich auch noch ein bisschen was, das ich gerne mitnehmen möchte. Wie zum Beispiel hier oben dieses kleine Geschenk. Da sollte man normalerweise auch anders hochkommen. Ihr seht schon überall diese Teile hier, die hier rumfliegen, bei denen so ein kleiner Ring dran hängt. Ja, das werden wir im nächsten Part bekommen, das Item, mit dem wir uns... mit dem wir mit diesen Dingen interagieren können. Ich möchte noch nicht verraten, was es ist. Aber es, man kann sagen, es kommt in The Legend of Zelda The Wind Waker vor. Ich glaube, das kann man relativ gut sagen. So. Ja, und da drinnen gibt es dann noch ein eingefrorenes Teil. Aber da brauche ich jetzt erstmal einen Geist. Welchen nehme ich mir denn da? Du? Alles klar. Perfekt. Easy. Sehr schön, freut mich. Alles klar, dann wäre hier, glaube ich, alles erledigt im Dorf. Sollte ich noch was übersehen haben, dürft ihr euch gerne frei fühlen, mir das in die Kommentare zu schreiben. Natürlich. Man kann hier halt sich so viel umgucken. Wollen wir nochmal den Weg da oben lang gehen? Es wäre nochmal die Möglichkeit da. Jetzt, wo ja die Barrieren weg sind an der einen oder anderen Stelle. Es sind noch nicht alle weg, klar. Wurde ja auch gesagt, da ist jemand drinnen. Witzig, witzig. Wir haben ja auch die Map, die mir sagt, wann ich alles habe. Ja, komm, wir versuchen es nochmal. Ich möchte hier oben nochmal lang gehen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Na komm, machen wir einen 30 Minuten... oder vielleicht einen 35 Minuten Part draus, wenn das hier so weitergeht. Das war schon okay eigentlich, heute. Vom Skill her. Vom Skill war es definitiv okay. Hat sich sehen lassen können. Alles klar. Wie gesagt, ich renne da jetzt nochmal lang. Wir gucken nochmal nach. Witzig, dass man da durchspringen kann. Naja. Nein! Verdammt.
Ah, unnötig. Hast du noch irgendwas Neues? Ja, tatsächlich schon. Ja, was lohnt sich nicht? Lohnt sich nicht, dafür Geld auszugeben. Ich würde eigentlich schon gerne da lang gehen. Ich habe nur das Problem, dass dann der Part zu lang wird. Ich mag den Wald. Es ist zwar extrem schwierig, sich hier zurechtzufinden, weil jedes Eck aussieht wie das andere. Und der Nebel hilft halt nicht gerade wirklich dabei mit, den Wald anders aussehen zu lassen. Also es gibt natürlich Stellen, die man ein bisschen unterscheiden kann. Wie zum Beispiel hier drüben, wo ich gerade hinrenne. Da haben wir hier unten einen kleinen Sumpf. Aber auch das ist halt nicht wirklich hilfreich. Das ist, ne? Der Sumpf ist halt auch ein großes Gebiet. Okay, immerhin kann ich das hier schon mal mitnehmen. Freut mich. Da unten gibt's nichts. Okay. Dann versuche ich einfach weiter hier den Weg über die Bäume zu folgen. Was bleibt mir denn anderes übrig? Vielleicht ist es ja letzten Endes ein Rundkurs. Wer weiß, wer weiß. Ich renne gerade ewig weit weg, ich weiß. Von unseren Timepiece. Ich will das jetzt machen. Gut, und damit machen wir es dann doch nicht. Tut mir leid. Jetzt bin ich extrem weit weggerannt. Wir haben immerhin noch einen Garnball erhalten. Kann ich doch nicht wissen, dass da noch eine Barriere ist. Meine Güte. Letzten Endes müssen wir es ja, ja so oder so alle zerstören, die Barrieren. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war Ahead in Time für heute. Und beim nächsten Mal säubern wir den Subcon-Wald. Brunnen.